Liebe Genossinnen und Genossen, auf der Tagesordnung steht jetzt der Bericht der Sächsischen Landesgruppe. Ich gehe davon aus, ihr erwartet von mir jetzt nicht eine individuelle Einschätzung der einzelnen Lebensleistung der MdBs. Das ist nicht meine Aufgabe und steht mir auch nicht zu. Ich möchte vielmehr, 2 Jahre sind vorbei, es ist Halbzeit, zu einigen Problemen, Aufgaben und Schwerpunkten Stellung nehmen. Und da sich unsere Landesgruppe natürlich nicht im luftleeren Raum bewegt, muss ich auch einige Worte zur Gesamtsituation sagen. Mir wird sicherlich niemand widersprechen, wenn ich sage, die letzten 2 Jahre waren nicht gerade die einfachsten für unsere Fraktion und auch Gesamtpartei. Obwohl eigentlich die gesellschaftliche, politische Lage für uns spricht, Stichwort Finanzkrise, Bankenkrise, Eurokrise, haben wir in den letzten Monaten deutliche Verluste eingefahren. Und wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir in den Umfragen von 12% auf 7% abgesackt sind. Und ich sage das deshalb hier, weil ich schon der Meinung bin, dass auch die Bundestagsfraktion und natürlich da auch wir als Teil der Bundestagsfraktion einen Anteil mit haben. Denn die Abgeordneten stehen tagtäglich im öffentlichen Fokus und müssen tagtäglich Stellung nehmen. Und deshalb müssen wir uns auch diese Verantwortung mitstellen. Es bringt uns allerdings natürlich jetzt nicht weiter, zu erörtern, wer wann was getan oder nicht getan oder gesagt oder nicht gesagt hat. Insbesondere jetzt in der Situation nach Erfurt, wo wir einen erfolgreichen Parteitag absolviert haben, wo wir jetzt ein Parteiprogramm beschließen werden und wir in einer Situation sind, wo sich unsere Partei stabilisiert und wir ernsthafte Bemühungen machen, auch die Reihen wieder zu schließen. Allerdings denke ich schon, sollten wir 2 Schlussfolgerungen mitnehmen. Eine ist von Rico mehrfach angesprochen worden. Nämlich erstens der Umgang mit den eigenen Genossinnen und Genossen. Wenn wir uns hier in Sachsen mal erinnern, Conny, die Jahre 99 bis 2005, wir in Sachsen sind sehr wohl geübt darin, dass wir uns gegenseitig auch streiten können. Aber wenn wir uns mal zurückerinnern, in der PDS war es so, dass selbst wenn es Flügelkämpfe war, dem innerparteilichen Opponenten noch im Wort der Termini Sozialist zugestanden wurde. Es hieß nämlich damals orthodoxe Sozialisten auf der einen Seite oder Regierungssozialisten auf der anderen Seite. Heute heißt es bei uns in der Partei die Rechten oder die Linken. Und das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehen kann, weil unsere Partei ist die Linke und bei uns gibt es auch nur Linke und keine Rechten in der Partei. Zweitens, liebe Genossinnen und Genossen, der Umgang mit Beschlüssen. Wir können alle viele Meinungen haben und sie auch vortragen, aber wenn Beschlüsse einmal gefasst sind in den Gremien, dann sollten wir dazu auch stehen und sie dementsprechend verteidigen. Das betrifft natürlich jetzt auch unser Parteiprogramm. Das heißt also jetzt, auch ein Millionär kann Mitglied unserer Partei sein. Und es gibt auch welche. Aber sie müssen die Millionärssteuer natürlich mittragen, die bei uns im Parteiprogramm beschlossen worden ist. Und sie ist ein grundlegender Baustein unserer Steuerreform. Wir haben grundsätzliche Positionen beschlossen, zum Beispiel zur solidarischen Mindestrente, zur Kindergrundsicherung oder zum bedingungslosen Grundeinkommen wurden auch Aussagen im Parteiprogramm getroffen. Und die lassen nicht so viel Interpretationsspielraum zu. Und auch diese Positionen müssen jetzt in der Partei getragen und verwirklicht werden. Und es gibt auch heikle Themen, die beschlossen worden sind. Dessen bin ich mir sehr wohl bewusst. Es ist auch heute angesprochen worden, zum Beispiel Drogenpolitik. Aber auch das ist ein Beschluss, den ich persönlich sehr begrüße. Oder eben auch zur Außenpolitik, die zu respektieren sind und die von unseren insbesondere Abgeordneten jetzt auch umzusetzen sind und die Alltagspolitik zu übersetzen sind. Diese 2 Schlussfolgerungen, liebe Genossinnen und Genossen, der Umgang mit den Genossinnen und Genossen und die Beschlüsse und mit den Beschlüssen, heißt letztendlich, dass wir auch Verantwortung übernehmen, wie wir mit unserer Partei in den zukünftigen Monaten vorankommen werden. Und ich glaube, wir haben eine Verantwortung. Ich möchte es nochmal in Erinnerung rufen. Unseren größten Wahlerfolg, den wir je hatten, 2009 zur Bundestagswahl. Das heißt übersetzt, fast 5,2 Millionen Menschen haben uns ihre Stimme gegeben. Und sie haben uns deshalb gewählt,
weil sie uns Glauben geschenkt haben, wenn wir im Wahlprogramm gesagt haben, in unseren Veranstaltungen, dass wir ihre Ängste wahrnehmen, weil sie uns Glauben geschenkt haben, wenn wir gesagt haben, wir wollen einen sozialen Schutzschirm für die Menschen, dass sie nicht weiter ausgegrenzt werden, weil sie uns Glauben geschenkt haben, wenn wir gesagt haben, wir wollen eine Stimme für sie sein, weil wir die konsequent soziale Kraft sind, die sich für Demokratie und Frieden einsetzt. Und liebe Genossinnen und Genossen, exakt diese Menschen dürfen wir nicht enttäuschen. Dazu gehört meines Erachtens auch, Rico hat auch dieses Beispiel schon angesprochen, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern erzählen müssen, wenn wir Erfolge haben und auch zu diesen Erfolgen stehen müssen. Axel, du hast gerade noch mal angesprochen, der ÖBS und die Probleme, die jetzt ohne Arbeitsmarktinstrumente damit auf uns zukommen. Aber ich möchte das hier noch einmal unterstreichen, weil wir diese Auseinandersetzung zum ÖBS, insbesondere die Verwirklichung in Berlin, ja auch auf dem Parteitag hatten. In unserem neuen Parteiprogramm steht wortwörtlich drin, wir wollen Millionen Arbeitsplätze schaffen. Das klingt gut, ist schön radikal, ein hohes Ziel. Wir stehen gemeinsam mit den Belegschaften vor Betrieben, wenn sie schließen müssen, und kämpfen mit ihnen um den Erhalt der Arbeitsplätze. Aber wenn es darum geht, dass wir in Berlin 5000 Arbeitsplätze über den ÖBS geschaffen haben, und das sind alles 5000 Einzelschicksale von Frauen, Männern, die Familie haben, Kinder haben, dann gehen wir gebückt, schauen nach unten und zerstreiten uns eventuell noch selbst. Und liebe Genossinnen und Genossen, das ist eine Sache, die ich nicht verstehen kann, weil 5000 Arbeitsplätze schaffen, ist ein großartiger Erfolg, und ich kenne keinen in der Partei außerhalb von Berlin, der in unserem Namen schon mal 5000 Arbeitsplätze geschaffen hat. Das sollten wir auch dementsprechend anerkennen, liebe Genossinnen und Genossen.